Du auch. Leck mich am Arsch, alle. Wie ist deine Zauberei? Das wäre lustig. Schon wieder einer? Können mich einfach nicht in Ruhe lassen. Oder was? Was kannst du denn? Nichts. Du nervst mich. Extrem. Leck mich doch. Ich wollte schon sagen, hey cool. Ach nee, ist ja nur Hellstone. So eine Kacke. Und dieser Drecksimp da oben. Können wir mal am Arsch lecken? Können wir mal eine Puppe knutschen? Natürlich. Ich immer mit meinen blöden Sachen. Ey, ich mache hier nur Scheiße fabrizieren im Moment, ehrlich. Ich hab's Kollege gestern noch gesagt. Ich hab Angst, dass ich nur noch Scheiß fabriziere. Ich will mal was Anständiges bieten hier. Vielleicht sollte ich mir ein Schwert bauen oder so. Ich möchte. Nee, das bringt mir auch nichts. Ich hab doch genug Angriff. Ich könnte ja noch Rüstung bauen. Da will ich auch schon wieder zwei raus. Das ist immer noch nicht genug. Bomben. Ich bombe hier auch gleich. Mein Vorgarten. So. Ich hatte mal mehr. Quicksteck, wunderschön. Ja, ich hatte mal mehr. So, was sollte ich denn machen? Ich habe keine Lust, hier irgendwie die ganze Zeit doof in der Gegend rumzueiern. Ich möchte in den Dschungel. Aber ich möchte auch... Vielleicht komme ich ja von da hinten aus. Noch mal besser nach unten. Von dem Dungeon. Ich werde jetzt einfach hinlaufen. Worauf voraus? Den blöden Windwurm, den mache ich später kaputt. Ich habe meinen Giftstab hier und ich werde ihn verwenden. Hier bin ich gestorben. War das versus Windwurm? Dran stehen. Well, was bist du denn für einer? Was bist du denn für einer? Wie sagt man so schön, immer in Bewegung bleiben, ja? Das gilt für Zombies und das gilt für diese Viecher und das gilt für irgendwie alle Gegner. Ich bleib hier meist nur dumm stehen. Wo kommen die eigentlich her auf einmal? Vorhin nie aufgefallen, du leck mich doch am Arsch. Ich bin noch nicht mal im Hollow wieder. Ich hab gehört, du droppst Eskimo-Klotten. Ist mir noch nie aufgefallen. So, dunkle Nacht, Hollow. Ich weiß gar nicht, warum das Hollow heißt. Sieht mir wie heilig aus. Oder so. Ich habe keine Ahnung, wie das auf Deutsch übersetzt wurde. Leck mich doch am Arsch.
Ja! Natürlich! Werwolf! Ist das deine Ernte? Ich bin mal gespannt, was in dem Dungeon unten auf mich wartet. Was willst du denn hier? Glaube ich, seit ich den Hardcore-Modus hatte, noch kein einziges Mal wieder bis zum Ende gewesen. Ah, den kriege ich nicht. Der Werwolf ist einfach zu krass. Ach, ein Glück, dass ich nicht hochkomme. Ich brauche unbedingt Hellstone jetzt. Habe ich auch vorhin erzählt. In meinem Pseudo-Irgendwas-Englisch, was ich nicht wirklich reden kann. Ich glaube, es war gar nicht so schlecht. Meine gequollene Kacke. Wie wenig kann ich ja. Alles, was ich in der Schule gelernt habe. Beziehungsweise in Spielen und ein wenig im Fernsehen und so. Aber warum gucke ich englisches Fernsehen? Guck ich gar nicht. Ich weiß gar nicht wo. N24. Oder im Internet. Internet. Nee, Fernsehen war es gar nicht. Hier, YouTube. Wenn ich Smosh oder so einen Scheiß gucke, ich will auch irgendwas verstehen. So halbwegs verstehe ich auch immer alles. Halbwegs. Ich bin jetzt nicht so der Profi. Ich verstehe, glaube ich, mehr als ich reden kann. Das ist aber, glaube ich, immer so. Werwolf. Schon wieder ein Werwolf. Ich hätte gerne mal so einen Eventmond wieder. Blutmond oder. Goblin-Armee oder was ich jetzt gesehen habe, den Frostmond gibt es noch und den Kürbis, nee, was Halloween oder Kürbismond, ich weiß nicht genau, irgend so ein ja, Halloween-mäßigen Mond. Ich find's dunkel hier. Very dunkel. So, und hier hinten ist ja auch nicht mehr weiter bis zum Ozean, nicht viel. Ist nichts Interessantes zu finden. Aber ich hoffe, dass ich von hier aus, wenn ich da runtersteige, ich glaube, da ist noch einer. Sterbe und dann das ganze Geld mitnehme. Ne, ich kann es an dem Grund tun. Ich sollte mir hier oben mal ein Haus hinbauen. Jetzt gehe ich erstmal in die scheiß Höhle zurück. Tralala. Ich weiß sowieso, was passiert. Was ist das denn? Doppelt verletzt. Und bis jetzt sehe ich ja nichts hier. Das ist ja schon mal sehr schön. Ach, mit so einem scheiß Schlüssel schon wieder. Ich brauche gar keinen Schlüssel mehr. Alter, ich hab's gewusst. Irgendwie wusste ich das doch. Didn't bounce. Kriege ich eine Potion zum Bouncen? Es hat doch gar keinen Sinn, großartig da hinten, ohne jetzt wie ein Hütchen zu bauen oder sowas. Ich nehme mir mal ein paar Betten mit und. Wie viele Felder braucht denn so ein kleiner Raum? Ich kann das so gar nicht sehen. Keine Ahnung, ich baue da einfach ein Zimmer hin. Mit der Tür. So. Ich habe gar keine Lust jetzt Häuser zu bauen, nein. Soll ich im Ernst wieder da runterlatschen? Ach, weißt du was? Ich mach Aufnahmepause. Ich hab keinen Nerv dazu mehr heute. Diese Viecher haben jetzt den ganzen Nerv geraubt. So. Ich
glaube, ich werde mich nächstes Mal daran setzen, hier ein paar kleine Hütten hinzubasteln. Hinten am Dungeon eine. Und eine hier vorne weiter. Ach ja, und die da hinten am Dschungel, die werde ich auch noch mal ein bisschen dingen. Das sind ja, glaube ich, die einzigen. Moment, die einzigen, die ich hier dingen muss. Habe ich eine in der Mitte, eine am äußersten rechts und am äußersten links. Und eine in der Hölle werde ich auch noch bauen. Mal guck mal, wenn ich jetzt diesen ganzen Kram hier gefunden habe, da geht es auch noch weiter. Ich werde mich hier auch noch mal umschauen, links, rechts. Hier muss irgendwo auch dieses Crimson sein. Ich weiß nicht. Crimson heißt das. Das ist irgend so ein rotes irgendwas. Ich weiß nicht, was das ist. Gibt's hier eigentlich irgendwo Adamantit? Das weiß ich nicht. Ich sollte mich auch mal quer hier durch die Hölle nochmal dingsen. Aber das machen wir nicht jetzt. Moment, ich möchte kurz ausschauen. Ah, nee. Nee. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Folge hier oben wieder. Bis dann. Hallo Leute und willkommen zurück zu Terraria. Yo, heute nehme ich mal wieder auf, weil schön ist und so und ich weiß gar nicht, was ich tun wollte. Das weiß ich jetzt schon wieder nicht. Ich weiß das irgendwie nie. Aber ich werde mir mal was überlegen. Ich brauche nämlich eine Waffe. Jetzt weiß ich gerne meinen kleinen Mini-Hai wieder. Ach, Mist, jetzt habe ich einiges nicht geguckt. Ich wollte wissen, was für... Jetzt geht's los hier. Leck mich am Arsch, Telefon. Genau, ich wollte gerne jemanden was auf die Fresse hauen. Und zwar einfach mal dem Lindwurm. Ich würde ihm gerne mal echt eine geben. Warte mal eben, ich habe eine Idee. Wo waren diese Flammen? Diese verfluchten Flammen. Ich habe eine Idee, wenn das geht, was ich möchte. Crafting hier, crafte mir mal hier, gucke mal, schau. Wo steht's denn hier? Ne, ich habe meinen coolen Stab da oben, den will ich auftunen. Muss ich gleich nochmal gucken, was der braucht. Musketenkugeln und eine Dings für 50 verfluchte. Wie viel machen die? 12. Was habe ich denn hier gerade? 9. 9. Das sind Meteoritkugeln, immer noch. Hätte ich mir gar nicht so viele bauen brauchen. Geld dabei? Nö. Der braucht dieses grüne Erz. Das dauert ja noch ein bisschen, bis wir uns dahin trauen. Ich möchte ja zuerst ein bisschen was bauen. So, dann würde ich erstmal gerade gerne ein wenig Geld mitnehmen. Nur ein wenig. Hey, ich habe bald wieder für diese zweite Platin. So, hallo Waffenhändler. Jupp, ich brauche Kugeln. Dankeschön. Ich glaube nicht, dass ich so viel brauche, aber egal. Dankeschön. Wieder mal im Überfluss. Kugel. Ja, die bringen es mir nicht mit dem Bogen. So. Ente. Einfache Kugeln. Ich glaube, die tue ich raus. Beziehungsweise könnte ich ja mal schauen, was ich mit den Kugeln noch so machen kann. Einfache Musketenkugeln. Inka. The Blood of God. Ach so. Das Blut der Götter. Das kriege ich wahrscheinlich irgendwie von diesen Fliegeviechern da oben. Immer. Das ist ja auch noch anders. Das ist wohl das begehrteste Erz überhaupt hier, oder was? Was ist das hier? Kristall. 8. Ah, nee, nicht wirklich. Silber. Meteorit.
Cool, haben die einen Effekt? Okay. Ja, keine Ahnung, nee. Gib mir mal die scheiß Kugel. Ich kann die ja doch, doch, die nehme ich mit. Und dann hätte ich gerne noch mal irgendeinen Trank. Ich habe doch bestimmt noch ein paar Tränke hier irgendwo rumfliegen. Ach, ist das schön. Tränke. Es ist alles so ordentlich hier drinne. Im Ernst. Wahnsinn, ey, da flippe ich doch echt aus. Welch eine Ordnung. Ach nee, ja, zwei Sachen sind geordnet oder so. Die kann ich jetzt, sollte ich nicht nehmen, nee. M&M, nee, ich glaube nicht. Irgendwas Interessantes irgendwo. Nee, kann ich jetzt noch nicht gebrauchen. Das brauche ich nicht, oder? Nee. Macht nicht so viel Schaden. Ja, nee, also ich denke, dass ich da dann einfach so hin tingle eben und dann kriegt er da aber mal ein bisschen was an den Backen. Ich hoffe, dass ich ihn tot krieg. Er ist so überpowered, mega krass, keine Ahnung. Ich hier mit meiner, wo war das? Ich guck schon durcheinander. Mit meiner popligen Mini-Rüstung hier. Ja, also, wenn ich den jetzt kaputt kriege, dann mache ich mich aber auf den Weg, den jetzt... Leckt es hier. Ich fasse es nicht. Und das auf meinem Mega-PC. Ich kann Skyrim für mich auf 1080p spielen. Ne? Mit höchster Auflösung überhaupt. Flüssig. Und das hier leckt. An einigen Stellen oder was. Ja echt mal ein bisschen merkwürdig und so, ne? Also, ey, du verschissener Lindwurm, jetzt tauch mal auf hier. Ich muss mal mit diesen Dings ein bisschen rumwöcheln, mit dem Turboschub hier. Und aufprall. Ich kann theoretisch das ganze Ding hier abbauen, ne? Aber will ich gar nicht. Ach, scheiße. Ich hätte mal ganz normal stürzen sollen. Ich glaube, mit dem Bogen bin ich mal ein bisschen besser dran. Ich habe gehört, ich soll mal die Zähne auseinandernehmen. Ich nuschel viel zu sehr. Ich nuschel doch gerne. Ich rede mal laut und ordentlich. Besonders jetzt mit meinem Mikrofon sollte das ein bisschen besser zu hören sein, generell. Glaube ich. Also ich mache stark davon aus, dass ich jetzt ein bisschen besser zu hören bin. Weil ich habe das Mikrofon jetzt direkt mir vors Gesicht gehängt. Jetzt steht der ganze Kram, also das Mikrofon vor dem, vor der Tastatur und nicht mehr hinter der Tastatur. Also ist das Mikrofon auch näher an mir dran und ich hoffe, dass ich dann auch besser zu hören bin. Ich habe das jetzt nicht getestet mit dem Aufnahmetest. Ich denke mal, dass das auch so hinhaut. Und ach, das wird schon hinhauen. Ich denke mal, dass ich gut zu hören bin. Und wenn ich zu laut bin, dann muss ich das von Aufnahme zu Aufnahme bisschen anpassen. Das ist jetzt auch nicht so das Schlimmste, was es geben kann. Was willst du tun? So. Wie so einen blöden Lindwurm hier anlocken irgendwie.